Hey ho, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Inner World, der letzte Windmönch. Ja, beim letzten Mal sind wir ja hier endlich aus der Bahnstation rausgekommen, was mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht hat. Ich habe hier zwischen den beiden weder eine große Umarmung noch hier dicke, fette Knutsche gesehen, sondern eigentlich nur hier das Gestänke von Laura, wie wir es sonst auch kennen, und das leicht bedröppelte dann von... Was machst du da? Also hier von unserem... guten Flötenjungen hier. Aber gut, okay, wir müssen ja immer noch die Welt retten. Was mich gerade so ein bisschen auch erstaunt, ist hier dieser Fernsprecher, also quasi das Dosentelefon, aber auf die Entfernung, da hört man das auch normal, ne? Also da muss man ja nicht unbedingt hier groß weit weg sein. Gut, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn eigentlich noch im Inventar? Wir haben Wechselgeld, wir haben ein Phosphos-Stofftier. Wo haben wir denn ein Phosphos-Stofftier her? Okay, wurscht. Wir können auf Laura umschalten, wir können auf Hack umschalten und wir können hier Robert noch steuern. So, was haben wir denn hier alles zur Verfügung? Ja, also wir haben hier ein Pendel, eine Höhle, da haben wir Hack, klar, da haben wir die Klappe, einen Steckplatz, ein Basil, Laura, der Fernsprecher. Was haben wir sonst noch? Genau, hier haben wir den Schweif, ein Steintor. Ich glaube, das war es so. Nö, hier haben wir noch zum Stadttor laufen. Aber jetzt schauen wir uns hier erstmal um, ne? Einfach mal erstmal anschauen und dann interagieren und dann gucken wir mal, was da so rauskommt. Sie ist noch genauso hübsch wie vor 3 Jahren. Ich kann dich hören, Flötennase. Stimmt, Laura ist ja jetzt auch 3 Jahre älter, während er versteinert irgendwo stehen geblieben ist. Plus, minus oder sowas. Hattest du vorhin nicht irgendwas von einem Kuss? Ja. Welcher Kuss? Och, nichts. Mein Moment wird kommen. Er spricht's an und sie tut es nicht. Mann, Laura, jetzt lass uns doch nicht so in der Luft hängen. Mann. Gut, okay, wurscht. Wir schauen uns hier weiter um. Ich wollte sie einfach jetzt ansprechen. Das musste einfach sein. Wer von euch auch den Knutsch sehen will, kann es gerne in den Kommentaren schreiben. Mich täte das jetzt interessieren. Dieser Basil ist fast unversehrt. Ach was, das ist ein Schrotthaufen da unten. Ich weiß nicht, was du für Augen hast, Robert. Was musste da nochmal rein? Laura kennt sich da besser aus. Ja, irgendwas wird reinkommen müssen. Da tropft was raus. Ja, hier, da ist Schmodder. Was haben wir sonst noch? Da haben wir noch ein Pendel, ne? Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Ja, aber wahrscheinlich muss Hack dann hinfliegen und es mitnehmen. Hallo, Hack. Der gute alte Hack. Komm, den sprechen wir jetzt. Den kann ich einstecken? Na komm. Nö, offensichtlich keinen Bock. Ach, guck mal, hier ist das noch ein Basilenauge. Das könnte praktisch werden. Und die Höhle? Sehr einladend. Komm, jetzt nehmen wir erstmal das Auge mit, sonst vergessen wir das wieder. Zack, gehört mir. So, das Pendel nehmen wir auch mit. Ich kann doch nicht fliegen. Ja, gut, okay, dann muss das Hack machen. Ach, du grüne, ne, guck mal, da oben gibt es ja auch noch Sachen. Was haben wir hier sonst noch? Was ist das? Lehm. Ah, hier geht eine Treppe rauf, alles klar. Warte mal, ich fliege jetzt mal mit Hack hier hoch. Haben wir hier oben noch was? Ja, da haben wir noch was. Ein Zettel. Hol doch mal den Zettel, Hack. Sei so gut. Zack, danke schön. Den Lehm kannst du wahrscheinlich nicht mitnehmen, oder? Doch, kann er auch. Boah, was würden wir nur ohne Hack machen? So, dann nimm das Pendel doch auch gleich noch mit. Zack. So, kannst du die Klappe öffnen? Ich glaube, die Klappe geht erst auf, wenn der Basil wieder anspringt. Alles klar. Danke für den Hinweis, Laura. Kannst du da den Schnabel neu stecken? Nö, passiert nichts. Und hier noch auf den Kopf hauen. Mach aber bitte nichts kaputt, was wir noch brauchen. Ja, gut, okay. Das funktioniert nicht. Dann gehen wir nochmal hier zu Robert zurück. Die Flugweise von Hack ist einfach toll. So, was haben wir hier? Was für eine merkwürdige Apparatur. Ja, ein Dosentelefon. Hallo? Geht keiner ran. Ja, geht auch schwierig, wenn auf der anderen Seite niemand ist. Ah, guck mal, da ist noch ein Warnschild, was ich nicht abnehmen darf, weil das ist dir verboten. Da steht, Achtung, Ferngespräche. Oh nein, Ferngespräche. Ja, die sind so teuer.
Dazu fällt mir nichts ein. Ja gut, dann halt nicht. So, was hatten wir noch? Ah ja, genau, hier hat man noch den Schweif und die Türe. Und dann kann ich mit Robert noch hochgehen. Ein Büschel Haare ist lose. Ein paar lose Haare. Komm, die nehmen wir mit. So, schön. Was haben wir hier noch? Da haben wir ein Steintor. Wo es da wohl hingeht? Hoffentlich in eine bessere Zukunft. Tja, das wünschen wir uns doch alle. Aber wenn die bessere Zukunft hinter so einer Türe liegen würde, würden alle nach so einer Tür suchen. Wie bekomme ich es nur auf? Versuch's mal mit Drücken. Gut, okay, wurscht. Wir gehen jetzt hier mal nach oben. Haben wir hier noch was, was ein Ding machen kann? Nö. Gut, okay, alles klar, alles klar. Warte mal, jetzt switchen wir mal auf Laura. So. Ich wünschte, wir hätten uns nicht so wieder getroffen. Sondern anders. Was, wenn sie ihn jetzt anspricht? Hattest du vorhin nicht irgendwas von einem Kuss? Welcher Kuss? Och, nichts. Mein Moment wird kommen. Mann. Alles klar, gut, okay. Das funktioniert so alles. Gut, haben wir wieder gewechselt. Was haben wir jetzt alles im Inventar dazukommen? Noch ein Basilienauge, ein Zertifikat, Lehmklumpenpendel und Basilenschweif. Jetzt schauen wir uns die Sache mal an, weil vielleicht können wir ja irgendwas kombinieren. Vielleicht brauchen wir ja was. Das ist die Währung Asposiens. Warum, weiß keiner so genau. Alles klar, geringelte Würmer sind die Währung. Das Stofftier war in der Kiste. Niedlich. Ah, jetzt wissen wir auch, wo das Ding herkommt. Aus der Kiste, in der Laura hierher gekommen ist. Ja klar, sie hat ja einfach irgendeine Kiste mitgenommen. Also musste ja auch irgendwas drin sein. Ein riesiges Basilenauge. Ich war mit dem Bau der Basilen nicht einverstanden. Gezeichnet Reminepo. Reminepo sagt mir, glaub was, aber ich bin mir nicht sicher. Lehm, ganz schön trocken. Da steht etwas drauf, auf das ein Wunder geschehe. Okay. Der Schweif eines Basilen kann sicher nützlich werden. Gut, okay, alles klar. Können wir in die Höhle dann eigentlich rein? Da lasse ich lieber die Finger von. Warum? Warum lässt du da die Finger von? Verstehe ich nicht. Gut. Ich denke, jetzt können wir hier erstmal noch nichts mitnehmen. Ich weiß auch sowieso nicht, warum die hier hochgelaufen sind, nachdem die ja erst schon in der Stadt waren. Gehen wir nochmal runter. Nase. Ganz löchrig. Oder gestreift. Willkommen in Alt-Aspen. Wow, das ist das erste Mal, dass ich als Flötennase irgendwo willkommen bin. Alt-Aspen hat sich nie dafür interessiert, wer du bist. Ich mag diese Stadt. Ein Hort für Andersdenkende. Pfui. Du warst schon mal hier? Ich lese Bücher. Du liest gern? Toll! Ja, das stand in Verschwörungen und Explosionen, Band 4. Alles klar. Ach, guck mal, hier, guck mal, da ist die Oma Dola, also die Alte, wegen der wir ja eigentlich hier sind. Meine Güte, was haben wir denn hier alles? Der schnarcht? So, jetzt pass mal auf. Also, da haben wir ganz viel. Wir haben hier ein Symbol, da haben wir einen Fels, da haben wir einen Fluss, da geht es wieder zum Basilienfriedhof hoch. Da haben wir Mama Dola, die jetzt beim Bingo hockt. Und Hongfosfos. Klappe, Figur. Hut, Schild. Alter Fisch. Prediger. Startmodul. Ah, Startmodul. Das könnte wahrscheinlich hier in den Basil dann rein. Schlafender Flasche. Zum Windbrunnen. Und da haben wir noch Hack. Genau, dann gucken wir hier doch einfach mal durch. Vielleicht finden wir ja noch schöne Sachen. Das Symbol habe ich irgendwo schon mal gesehen. Er schaut so ein bisschen aus wie eine Pyramide, die einen Heiligenschein hat. Finde ich. Könnte aber auch so eine Apparatur sein, wie sie ja im Windbrunnen war, wie wir es aus dem ersten Teil kennen. Ich nehme das mal Was mit. Was willst du nur von mir? Ich will, dass du es einsteckst. Okay, dann schauen wir den Felsen an. Oh, wie hübsch. Ja, ist ein Stein. Das ist zu schwer für mich.
Ja, war schon klar. Kannst du mal mit Laura reden? Die kriegt das normalerweise hin, ne? So, was haben wir hier? Ein Fluss. Der Fluss teilt sich hier in zwei Arme. Mhm. Keine Zeit, schwimmen zu gehen. Aber das wäre doch witzig. So, jetzt guck mal hier. Komm mal an Mama Dola hin. Tut uns wahnsinnig leid. Das Bingo-Pferdchen ist leider momentan außer Betrieb. Wir würden gerne am anderen Tag weitermachen, wenn das... Oh mein Gott. Ich gehe hier nicht weg. Das erwähnten Sie bereits vor einer Stunde. Das war grob. Ich schätze. Ich gewinne. Das dauert hier noch eine Weile. Sieht aus, als würde bei dem Spiel irgendwas fehlen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass es weitergeht. Ich glaube nicht, dass sie da rauskommt, bis das Spiel vorbei ist. Es kann doch nicht so schwer sein, noch ein Bingo-Pferdchen aufzutreiben. Das war Gronkh. Gronkh hat das synchronisiert. Ich finde das witzig. Supi. So, kann ich mit dir reden? Hallo? Tut uns wahnsinnig leid. Das Bingo-Pferdchen ist leider momentan außer Betrieb. Wir würden... Ich gehe... Sieht aus? Ich glaube, es kann... So, gut, okay. Ich habe das einfach mal übersprungen, weil das ist dasselbe Text jetzt gewesen. So. Also wahrscheinlich braucht man ein Bingo-Pferdchen, dass wir da hinkommen. Das kriegen wir aber sicherlich irgendwie hin. Was machen die ganzen Phosphors da unten? Die schlafenden Phosphors blockieren den Flusslauf. Die blockieren aber sehr gut. Hallo. Zu weit weg. Komm, du musst dich doch nur runterbeugen. Wirklich interessant. Kann ich das aufmachen? Die geht nicht auf. Was da wohl drin ist? Wahrscheinlich eine hochgeheime Flötentechnologie. Vermute ich mal. Hm, sie bewegt sich wie in Zeitlupe. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen beschleunigen. Ach, wahrscheinlich, weil hier das Wasser blockiert ist, sonst geht's so richtig funktionieren. Kommen in Alt Aspen. Um Gottes Willen, das Ding ist echt langsam. Das könnte praktisch werden. Ja, kommen wir aber wahrscheinlich nicht hin, ne? Zu weit weg. Gut, okay, da müssen wir überall Hack hinschicken. Hack kann das für uns regeln. Was haben wir da oben noch für ein Schild? Willkommen bei Bernies Bingo-Tempel. Klingt spaßig. Ja, können wir doch hingehen. Was willst du nur von mir? Na, ich hatte gedacht, vielleicht... Ja, keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Schauen wir erstmal hier noch um, bevor wir da reingehen. Keiner hört ihm zu. Vielleicht müsste er einfach lauter sprechen. Ja, hätte schon was. Ah, dem muss ich wahrscheinlich den Hut geben und durchknipsen, dann hat er hier den Lautsprecher. Also, ich sage euch, die Basilen sind nicht echt. Conroy hat sie gebaut und das Volk zu. Ach, mir hört ja eh keiner zu. Wir hören euch zu und würden euch gerne ein paar Fragen stellen. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Yeah. Sehr cool, dann schauen wir doch mal. Also, wir können über Basilen reden, über Flötennasen und das Startmodul, was da bei ihm liegt. Nun fangen wir doch mal vorne an. Ihr sagt also, die Basilen sind nicht echt? Ja, richtig. Also erstens ist es ja vollkommen offensichtlich. Meine Rede. Und zweitens? Es gibt kein zweitens. Oh. Ich schwöre, es sind Maschinen. Irgendwer hat sie gebaut. Ich habe sie abstürzen sehen. Aber niemand hört mir zu. Niemand außer ihr. Ich kenne das so gut. Ich habe schon gesagt, dass Conroy eine Verschwörung plant, als er gerade erst an die Macht gekommen ist. So offensichtlich. Endlich jemand, der mich versteht. Wenn uns doch nur alle zuhören würden. Tja. Laura, verguck dich mal bitte nicht zu sehr in diesen Zottelbärt. Na, du hast hier dein Flötenjungen, du hast Robert. Basilen, die fliegenden Windgötter. Dass überhaupt jemand darauf reinfällt. Ja, nicht wahr? So offensichtlich. Ich bin mal auf einem geritten. Ich weiß, ich war dabei. Tja, genau, da war sie dabei. So, wie stehst du zu Flötennasen, guter Mann? Was denkt ihr über die Flötennasen?
Man sollte sie anbeten. Meine Theorie ist ja, und jetzt haltet mich bitte nicht für verrückt, dass sie den Wind entstehen lassen, indem sie ein Lied auf ihrer Nase spielen. Korrekt. Das stimmt. Das ist eine Tatsache. Ja, ich meine, das macht doch total Sinn. Also, die Instrumentennasen haben friedlich im Wald gelebt und den Wind gemacht. Dann hat Conroy sie entdeckt und versteinert. Dann hat er die Macht an sich gerissen. Aber wie? Was, wenn er ein Mitglied der Familie entführt hat, um sicherzustellen, dass der Wind weiterbläst? Ja, genau. Das ist genial. Es muss jemand sein, den er leicht unter Kontrolle haben könnte. Ein Kind. Genau. Und er hat das Kind großgezogen und ihm eingeredet, dass etwas mit ihm nicht stimmt, um ihn gefangen zu halten. Ja, genau. Was, wenn das Kind ihn aber irgendwann durchschaut hat und loszog, um seine Familie zu finden? Und dann herausgefunden hat, was Conroy getan hat? Und dann seine Familie befreit und Conroy versteinert hat? Puh, wow! Das hat Spaß gemacht. Können wir bitte gehen? Ja, es ist, glaube ich, für ihn etwas strange, wenn man über ihn redet, aber nicht mit ihm. Das, also ich fände es etwas verstörend. Aber okay, red mal weiter über die Flötennasen. Was denkt ihr, wer der rechtmäßige Herrscher über Asposien ist? Laura, nicht. Also, wenn die Flötennasen wirklich den Wind machen, sind sie die rechtmäßigen Herrscher Asposiens. Also, falls sie einen, ich weiß nicht, König gehabt hätten. Und wenn der aber bei dem Überfall gestorben wäre? Dann wäre sein ältestes Kind, ja, das wäre der rechtmäßige Herrscher. König Schmönig. Ich finde, das wird vollkommen überbewertet. Ja, du hast einfach nur kalte Füße, Robert. Interessante Kassette. Was ist das? Oh, das. Das ist das Startmodul eines Basilen. Ich konnte es sicherstellen. Es ist der ultimative Beweis, dass die Basilen Maschinen und keine Götter sind. Ich weiß genau, dass die Leute mir glauben würden, wenn sie mir nur zuhören würden. Ich kenne das Problem. Aber dieses Startmodul ist genau das, was ich brauche, um Emil die Wahrheit zu beweisen. Ich würde ja nichts lieber tun, als euch zu helfen. Aber es ist mein einziger Beweis. Wie soll ich die Leute sonst dazu bringen, mir zuzuhören? Früher hatte ich eine Flüstertüte, eine richtige. Die Leute kamen in Scharen. Sie kamen alle, um euch zuzuhören? Ja, naja, viele kamen auch, um sich über mich lustig zu machen. Das macht wesentlich mehr Sinn. Banausen, manche können die Wahrheit einfach nicht ertragen. Aber keine Sorge, wir verschaffen euch Gehör. Dann braucht ihr auch das Modul nicht mehr. So, gut, okay, alles klar. Das haben wir soweit durch. Wir brauchen also etwas für ihn zum... Hallo? Ah. Hat sich nur gerade so ein bisschen aufgehängt, das Spiel. So, funktioniert wieder. Reden wir nochmal über das Modul. Okay, wenn wir euch also eine Art Flüstertüte bringen, würdet ihr uns das Startmodul geben? Genau. Klingt nach einer Aufgabe für uns, Laura. Ja, wir haben eine Quest. So. Bis bald. Ja, ich bin den ganzen Tag hier. Schön, 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 schön. So, was haben wir hier sonst noch? Da ist noch der Schlafende. Dann könnten wir Huck hier nochmal ein bisschen rumschicken. Vielleicht kann er da oben so ein paar Sachen noch einsammeln. Warte mal, da gucken wir erstmal die Flasche an und dann schauen wir, ob wir mit dem Typi reden können. Nur für Erwachsene? Okay, also nicht für mich. Tja, wie alt bist du eigentlich, Robert? Er pennt zwar tief, aber er gibt uns trotzdem hier nicht hier seine Flasche. Er umklammert die Flasche, als wäre sie ein alter Freund. Ja, ja. Ich möchte keinen Ärger. Na gut, okay, alles klar. So, Huck, dann gucken wir mal. Kannst du hier was runterhacken?
Wäre das nicht auch was für dich? Hör nicht auf ihn, Huck. Tja, alles klar. Der Hut vielleicht? Nicht so nah. Huck passiert nichts. Huck passiert anderen. Ja, okay, das kann sogar durchaus sein. Kommst du an die Phosphos ran? Huck, aus! Das hast du bestimmt von Laura. Alles klar. Okay, das bringt alles insofern nichts. Zumindest noch nicht. Haben wir hier irgendwas, was uns helfen könnte? Nö. Warte mal. Pass mal auf. Wir gehen hier nochmal zu Robert. Wir haben hier einen Basilenschweif für dich. Das ist auch von diesen Maschinen, nicht wahr? Ja, genau. Magst du ihn nicht haben? Und das Auge? Das ist auch von diesen Maschinen, nicht wahr? Alles klar. Hätte ja sein können, dass er es haben möchte. Gut, okay. Schauen wir hier vielleicht mal rein. Da geht's wohl zu Bernies Bingo-Tempel. Ja, genau. Bernies Bingo-Tempel. Dann gehen wir doch mal hin. Scheint eine geschlossene Gesellschaft zu sein. Mann. Und ich dachte, da kommen wir jetzt rein. Gut, okay. Alles klar. Guck nur gerade, ob man hier irgendwas kombinieren kann. Ich glaube nicht. Also, zumindest wüsste ich jetzt noch nicht für was. Schauen wir mal hier zum Windbrunnen. Ein Windbrunnen? Schade, dass kein Wind mehr rauskommt. Aber es ist ja auch niemand mehr da, der ihn noch beschwören könnte. Du hast schon eine Ewigkeit nicht mehr das Windlied gespielt, Robert. Wenn wir irgendwo sicher sind, dann hier in Altaspen, mitten in den Bergen. Junge, ich warne dich. Keine Musik. Du hast recht, es wird Zeit. Ein wenig Luft und Licht für Asposien. Ja. Das Mädchen hat keinen guten Einfluss auf dich. Oh doch. Ich verbiete dir, in sie verliebt zu sein. Ich lasse mir das Flöten nicht länger verbieten. Flötennase, alles klar bei dir? Was sind denn das für merkwürdige kleine Aussetzer, die du da hast? Gar nichts, nichts. Mir geht's gut. Pass auf. Ich mag es, wenn du das spielst. Wow, total schön. Was zur Hölle ist das denn? Oh, sieht aus wie eine große, strubbelige Wollmaus. Ah, du kannst im Inventar einen Song wählen. Alles klar. Was kann ich denn wählen? Ah, hier. Ah, da kann ich das Windlied spielen. Wahrscheinlich kriege ich später noch mehrere Lieder. Sonst hätte ich da nicht so die Auswahl. Das ist mein Nasenschutz. Den Nasenschoner brauche ich hier glücklicherweise nicht. Richtig, du kannst hier einfach als Flötennase da sein. So, was haben wir denn hier eigentlich alles da? Ah, guck mal, da ist noch so ein Symbol. Ah, das ist wahrscheinlich von unten abgebrochen. Ne? Also vermute ich jetzt mal zumindest. Ah, also was haben wir hier? Da haben wir den Abgrund. Steinspitze-Symbol. Den Windrad, Windbrunnen. Da haben wir ein Pony. Schild, Statue, Händler, Hack. Kiste. Wundertüten. Laura. Gut, okay, dann schauen wir uns die Sachen erstmal an und dann interagieren wir. So wie wir es immer machen. Ich kann die Hauptstraße sehen. Geht ganz schön tief runter. Die Spitze? Das sieht bröselig aus. Komm, ich bin jetzt interessiert. Kann ich das abbrechen? Das ist zu schwer für mich. Ja, war schon klar, ne? Das würde nicht funktionieren. Ich hatte auch nicht vor, dass du da runterhüpfst. Aber egal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das haben wir da unten am Fluss schon gesehen. Das würde nicht funktionieren. Kann ich da einen Abdruck von machen? Warum sollte ich das tun? Dass du es unten in der Stadt wiedererkennst, zum Beispiel, ne? Was haben wir hier? Es dreht sich ganz langsam. Ja, weil ja kaum ein Wind geht. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Gut, okay. Was haben wir hier? Wundertüten. Oh, wie hübsch.
Kann ich da was mitnehmen? Kann ich so eine Wundertüte haben? Ich weiß nicht. Könnt ihr mir was anderes dafür geben? Robert, hast du irgendwas zum Tauschen? Was du ihm anbieten könntest? Mal überlegen. Ich hätte Geld? Okay, Geld kann man immer gut gebrauchen. Ich gebe euch mein Zeug für Geld. Alles klar, der ist ein bisschen bescheuert. Aber wir haben hier ja Geld. Hi. So ein Haufen Geld. So viel habe ich noch nie verdient. Das wundert mich gar nicht. Tja. Dafür kannst du dir nehmen, was du willst. Auch so oft ich will? Ein richtiger Geschäftsmann. Solange der Vorrat reicht. Perfekt, alles klar, wir können zugreifen. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr, viel Spaß damit. Zack, bumm. Toll, Kleeblätter. Ah. Ah, leider nur Kleeblätter. Aber beim nächsten Mal wird es bestimmt ein Hufeisen. Alles ja, bestimmt. Klar. Gut, okay, dann grabst du mal rein. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ah, leider nur Kleeblätter. Aber beim nächsten Mal wird es bestimmt ein Hufeisen. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit reinem Glück gewinne ich keins. Tja, wenn man bloß wüsste, wo das Hufeisen ist, was? Da werde ich wahrscheinlich einen Magneten brauchen. Warte mal, Pendel? Kann ich das irgendwie anwenden? Darf ich mein Pendel zu den Wundertüten befragen? Sicher. Schätz mal, dass das irgendwie magnetisch ist oder irgendwas in der Richtung. Ja! Ich möchte genau diese Wundertüte hier vorne kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ein Hufeisen sieht eher wie ein Magnet aus. Ihr habt ja wirklich das Hufeisen gewonnen. Sehr schön. Alles klar, wir haben ein Hufeisenmagnet. So, was haben wir hier noch? Eine Kiste. Da steht, Achtung, extra starke Chili. Nur für Erwachsene. Ja, kommt, die nehmen wir doch mit. Vorsicht, da ist eine extra starke Chili drin. Wenn du sie kaufen willst, musst du beweisen, dass du erwachsen bist. Da muss ich wahrscheinlich den Alkohol dann holen. Okay, alles klar. Dann wissen wir das auch. So, hier das Pony noch. Hallö? Oh, das Pony sieht ziemlich mitgenommen aus. Ja, schaut so ein bisschen... Ich bin doch hier. Ja, schaut trotzdem mitgenommen aus. Schaut richtig fertig aus. Gar kann ich immer so Glitzer und so flauschig. Du schaust eher zottelig aus. Dein Horn ist abgebrochen. Und wo sind deine Glitzerpupse? Hallo? Hallo, was machst du da? Genießt du die Aussicht? Robert, ich glaube, das Pferdchen will allein sein. Nein, ist schon okay. Alles klar. Reden wir mal mit dem Pferdchen über den Abgrund. Gibt es da unten etwas, das du suchst? Meine Würde. Sie ist weg, wisst ihr? Ich war mal ein Bingo-Pferdchen, aber jetzt bin ich's nicht mehr. Ich sollte einfach da reinhopsen. Ach, du meine Güte. Realistisch betrachtet wirst du beim Aufschlag nicht sofort sterben, sondern dich wahrscheinlich nur sehr schwer verletzen. Außerdem sind andere vor dir auf dieselbe dämliche Idee gekommen. Also erwartet dich da unten keine Erlösung, sondern nur alte Knochen und Schmerzen. Okay. Wow, Laura, du solltest Seelsorgerin werden. Ja, ich weiß. Ich glaube nicht, dass das viel bringen würde, wenn sie Seelsorgerin wäre. Was ist denn ein Bingo-Pferdchen? Bingo ist das älteste Spiel der Welt. Dazu brauchst du Bälle und Pferdchen, die die Bälle treten. Aber nur gut aussehende Pferdchen. Ich verstehe. Du bist zu hässlich. Der Ansager hat gesagt, ich sehe aus, als hätte ein Wulup eine Aubergine verprügelt. Außerdem habe ich meinen Ball verloren. Dann bin ich abgehauen. Oh Mann, an deiner Stelle wäre ich da schon längst runtergesprungen. Laura, ich finde, du bist wunderschön. Danke. Das hat mir noch keiner gesagt. Und du auch, Pferdchen. Okay.
Alles klar, ich denke, da können wir auch vieles machen. Warum denkst du denn, du wärst nicht hübsch genug? Oh, als Bingo-Pferdchen muss man wahnsinnig gut aussehen. So ganz unrealistisch. Und meine Mähne sieht angeblich aus, als hätte ich sie mit einem Ziegelstein gekämmt. Stimmt, sie sieht schlimm aus. Laura! Ich kann mich gar nicht auf dein Gesicht konzentrieren. Laura, wir haben darüber geredet. Außerdem seht ihr ja, dass mir irgendwie das Einhorn abgebrochen ist. Und mein Glückshuf, mit dem ich die Bälle auf die Zahlenfelder getreten habe, ist abgewetzt. Und ich habe meinen Ball verloren. Sicher, dass das alles ist? Dein Fell sieht auch ziemlich... Laura! Alles klar. Also wir können hier einiges machen, aber bevor wir damit anfangen, werden wir die Folge an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss, ciao, euer Captain Kirk.